So, hallo YouTube, hallo Kommentarspalte, hallo Like-Button, hallo Abo-Button und hallo alle anderen. Hier ist Twitch und wir reagieren jetzt auf die neueste Folge von Twitch Clips Germany. Und die heißt in Netto Filiale eingeschlossen. Nummer 221. Ey, wir haben ja dann nächste Woche ist ja 222. Das ist ja der Hammer. Wow. Wow, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was da so alles reinkommt. Ja, Leute, dann gönnt euch, ne? Genau. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Twitch Clips Germany. Wo es heiß hergeht oder chaotisch. I don't know. Wer weiß das schon, ne? Hey, ganz kurz nur. TCG sammelt gerade die Erlaubnis von jedem Streamer. Das ist nicht für mich, sondern für Google. Dabei spielt es keine Rolle, ob du schon seit Jahren gezeigt wurdest oder noch gar nicht. Mach einen Clip, in dem du sagst: Ich, dein Name, gebe TCG die Erlaubnis, die Videoclips zu verwenden. Ja, fast. Besser Twitch Clips Germany aussprechen, sonst darf Trading Card Games deine Clips verwenden. Ich, Jinja, gebe Twitch Clips Germany die Erlaubnis, meine Videoclips zu verwenden. Na, das ist doch mal fachmännisch. Jetzt nur noch auf twitchclipsgermany.de bei Verifizierung den Clip einschicken und fertig. Und mit etwas Glück bist du in der nächsten Folge dabei. Wow, und die nächste Folge ist die 222. Okay, pass auf, Leute, pass auf. Moment, stopp, langsam. Ich, Michael von Ulrichstein, erlaube Twitch Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Damit ich auch in der nächsten Folge mit ein bisschen Glück wieder vorkomme. So. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Und doch, was? Nein. Hä? Was ist da passiert? Das ist nicht euer Ernst. Ich hasse mein Leben. Das war der letzte Bus für diese Woche. Hat den Bus verpasst, weil er an der Ampel steht. Oh nein, das fühle ich so hart. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh, scheiß die Wand an. Du stehst einfach 5 Meter von deinem... Du stehst einfach 5 Meter da weg und dann ist die Ampel grün und du willst auch nicht bei Rot drüberlaufen, weil der Stream läuft, ja? Du willst ja jetzt auch nicht als schlechtes... Du hast einfach keinen Bock auf diesen Shitstorm, ja? Du hast jetzt einfach keinen Bock auf diesen Shitstorm und dir vorwerfen zu lassen, du seist halt eine Arschkrampe, weil du bei Rot drüber gelaufen bist, um deinen letzten Bus zu kriegen und wartest artig an der roten Ampel und dann passiert Folgendes. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Und jetzt wird's grün. Alter, oh, ich fühle das so. Ich hasse mein Leben. Ich fühle das so. Das war der letzte Bus für diese Woche. Für diese Woche auch noch? Für diese Woche auch noch? Das heißt, wie weit muss... Muss er sich ein Taxi holen? Weiß jemand, was mit ihm passiert ist? Hallo, Alayo. Das ist F... Was ist denn FY-Karma? Was ist denn... Das ist For You-Karma? Oder was meinst du damit, Tim? Er wurde nie wieder gesehen. Er sitzt immer noch in diesem Industriegebiet fest, ja? Oh nein, der Arme. Oh nein. Ja, nein. Oh ey, das fühle ich aber so, ne? Du stehst da einfach deine Ampel oder du hast nur noch wenige... Du hast nur noch wenige Meter, bis du dann an der Bushaltestelle bist und diese Busfahrer, ich wollte jetzt gerade ein böses Wort sagen, ne? Aber manche Busfahrer, die achten dann auch nicht, wenn du auf der anderen Seite stehst und hallo, ich muss diesen Bus noch kriegen, hier, ich da, ich, hallo, ne? Das interessiert die gar nicht. Die fahren einfach weiter. Hat er nicht gewunken oder irgendwie, ja, wie denn, wenn du da drei Handys und 5 Kameras in der Hand hast? Wie willst du denn da noch winken und die auf dich aufmerksam machen?
Das heißt auch immer Karma, da denke ich, fuck you, ach so, womit hat er das verdient? Ach so, fuck you, Karma, ach so. Ja, Tim, da hast du recht, genau so ein Karma ist das. Ja, guck mal, wie viele Lampen er da hat. Er hätte doch einfach mit irgendeiner Lampe, winken können. Guck, wie viele Lampen er da in der Hand hält. Ey, zumindest der Busfahrer wäre auf ihn aufmerksam geworden. Zumindest der Busfahrer wäre auf ihn aufmerksam geworden. Nein, nein. Guck doch nicht weg. Oh, Junge, greif mich doch nicht an. Oh mein Gott. Chill mal dein Katzenfutter. Was für ein Ding? Was sonst auch nichts Neues? Habe ich alles schon? Wie alles? Ist das Katz? Das ist doch... Moment, stopp. Moment. Das ist doch Katzenfutter. Was? Das sind Katzenleckerlis, die sich gerade gönnt, oder? Das sind doch gerade Katzenleckerlis, die sie sich da gönnt, oder? Oh. Ah, ja, das sind Katzenleckerlis. Ich hab gerade die falsche Tüte gegriffen. Hast du gerade die Katzenschmeckis gegessen? Ja. Ey, aber guck doch mal. Ja, bitte. Also so viel. Hier. Der Fachmann hat's gesehen. Ich hab die Dinger verkauft. Das ist hier auch noch so eine spezielle Marke, ne? Wenn du eine Katze hast, die Diabetes hat oder Strohwitzstein oder sowas, das ist so eine spezielle Marke. Die sind auch echt ekelhaft. Die riechen auch schon richtig eklig, ne? Also, dass sie das so da schon nicht gemerkt hat, ne? Ist aber. Alter. Oh, das müsste Katowice sein. Und das ist so eine richtig ekelhafte Marke. Einfach. Aber was hat sie denn da? Was ist das denn? Unterscheidet sich das nicht. Ich bin so panisch aufgewacht, hab mich richtig geschämt und war so, oh Gott, wer hat die letzten Tage eigentlich deine Katzen gefüttert? Oh Gott, du bist so ein Katzenschänder. Die haben gar nichts gegessen die letzten Tage. Ich hab mich richtig geschämt. Und dann ist mir eingefallen, nach so ein paar Minuten, wo ich mich richtig schlecht gefühlt habe, hey, du hast doch gar keine Katzen. Oh, strong, Marty. Das ist wie sonntags mittags schweißgebadet aufwachen und sich zur Arbeit fertig machen und man rafft dann erst, dass es Sonntag ist und man gar nicht arbeiten muss. Außer du arbeitest Nachtschicht, dann hast du verschissen. Aber strong, Marty. Ja, in L.A. würde ich jetzt auch nicht hingehen. Das wäre merkwürdig. Aber nach Köln würde ich fahren. Auch kein Gronk-Riesenrad, bitte. Nein. Und es gibt auch keinen Gronk-Copter, mit dem man eine Runde fliegen kann. Und ein Gronk-Karussell? Gronk-Porn! Was? Gronk-Porn. Was? Cock-Porn? Was ist das denn? Das ist so Gronk-Popcorn. Es wird nicht besser. Dubai! Nee. Was? Das ist doch Berlin. Ich zurück. Das sieht so arm aus für Dubai. Das ist irgendeine Stadt, die keiner kennt. Das sieht arm aus. Das ist eine Stadt, die keiner kennt. Der stellt sich doch extra dumm, oder? Die Katjes Milchdrops konnte man früher essen, weil sie aus Milchpulver waren. Die waren echt lecker. Whiskas. Also die Brekkies habe ich auch gefuttert. Das ist überhaupt kein Problem. So vom Fernseher ist besser wie Chips. Und es ist nicht so viel Scheiß drin wie in Chips. Ja, die Milchdrops, ne? Hier für Hasen und für Hamster und so. Die gehen auch. Ja, die sind okay. Das ist manchmal sind die von derselben Produktionsstraße wie Süßigkeiten für Kinder. Ist wirklich so. Aber jetzt mal ernsthaft, der stellt sich doch wirklich dumm, oder? Ich meine, das erkennt man doch einfach. Das ist der Alex hier, das ist das Rathaus, das erkennt man doch. Hier den Spargel, ne? Oder hier das Hotel, Hotel Athlon wollte ich gerade sagen. Nee, aber wie heißt dieses Hotel nochmal? Das ist auf jeden Fall so ein Riesenhotel. Das war der Ostprunkbau hier. Neben dem Palast der Republik.
Das war doch hier das Hotel schlechthin für Spione und andere Politiker. Dann hier der Neptunbrunnen hier, da sieht man noch ein Stückchen. Und hier die Kirche, Neptunkirche, nee, wie heißt sie denn? Wie heißt die Kirche denn? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich ja nicht mehr. Tom, wie heißt die Kirche hier? Weißt du auch nicht, ne? Ich bin ja auch nicht aus Berlin. Ja, weiß ich doch, Tom, dass du nie aus Berlin bist. Aber normal kennt man das. So, das München. Ja, Tim, willst mich trollen, ne? Ja, das weiß man doch, ey. Wenn man so ein bisschen... Also wenn du da mit der einen Maustaste sozusagen... Ciao. Danke fürs Reinschauen. Oh, mein Kuchen ist fertig. Ich muss den mal kurz aus dem Ofen holen. Nein! Oh Gott, was kommt jetzt? Sie hätten gar nicht angemacht. Mein Kuchen ist schwarz. Oh. In dem... Aber das riecht man doch, wenn man schon daneben sitzt, oder nicht? Hä? Das riecht man doch. Also hier ist die Küche, wenn ich das richtig sehe. Das riecht man doch, oder nicht? Wenn da der Kuchen schwarz wird. Das ist doch so ein typischer Geruch. Der kommt sogar aus dem Ofen raus. Das riecht man doch. In dem... Zartbitter Kuchen. Der Elch ist ausgerutscht. Also normalerweise riecht man das, ne? Aber ich will das jetzt nicht. Vielleicht hat sie so einen guten Umluftherd. Kann geschnitten sein. Inwiefern geschnitten? Mit dem Metall in der Nase schwierig. Tim, wir machen hier keinen... Wir machen hier, also wir schämen hier nicht. Wenn sie, ich habe ja auch ein Piercing, weißt du, deswegen rieche ich ja auch nicht schlechter. Da kannst du dir deinen Kappa auch, ne? Tim, weißt Bescheid. Ja, nee, nicht so. Der Kuchen war geschnitten. Was hat das mit der Kuchenfarbe zu tun? Naja, der Kuchen ist halt jetzt schwarz. Nein, man hört das doch. Sie geht doch da jetzt durch. Wobei man muss ein bisschen hinhören. Ich habe nämlich auch schon gerade gesagt, ich wollte gerade schon sagen, das klingt mir doch eher nach einem Rauchmelder. Dieses Piepen, versteht ihr? Oh, mein Kuchen ist fertig. Da kommt so ein Piep, Piep, Piep. Oder höre ich das falsch? Oh, mein Kuchen ist fertig. Ach, das ist ihr Wecker. Das ist ihr Wecker, okay. Ich glaube, ein Rauchmelder, Ja, da war so ein Piep, das war ihr Handy wahrscheinlich oder ein Timer. Einen Rauchmelder würdest du auch hören. Also der wäre sehr schrill. Aber jetzt pass auf. So, ich sehe da jetzt keinen Schnitt. Ich sehe keinen Schnitt und man hört, wie sie die Klappe vom Heißluftofen aufmacht. Nee, ja, das ist so ein. Ja, es ist nicht wirklich ein Piepton. Das ist so ein. Aber, ne, man hört, wie sie den Heißluftofen aufmacht. Mein Kuchen ist schwarz. In ja. dem... Man sieht einen Cut, achte auf den Vorhang. Ja, aber was willst du mir jetzt damit sagen? Den Kuchen hat sie doch schon... Vielleicht sind da 10 Sekunden Dramaturgie rausgeschnitten, wo sie sich darüber aufgeregt hat, weiß ich ja nicht. Aber egal. Alter, der Elch ist ausgerutscht. Hä? Oh, der Arme. Wie gut, und der tut immer so, ja, ganz cool, ich chill hier nur meine Runde. Hoffentlich guckt keiner. Oh. Ey, das ist aber verdammt realistisch. Also vom Spiel her jetzt finde ich das gerade krass, dass der Elch
auf dem Eis, also dass das Spiel unterscheidet zwischen Eis und dann auch diese Reaktion von dem ja, armes, ja, ja. Aber ey, krass, oder? Es ist aber wirklich krass vom Spiel her, so diese Bewegung zu das, wow. Oh. Gronk? Gronk? Es hat einen Namen. Oh. Mein Name ist. Oh, das ist jetzt der Running Gag, ja? Das ist, das jetzt, ist das jetzt der Running Gag? Sobald ein Tier einen Namen hat im Spiel, müssen wir es erschießen. Ah ja, okay. Strong. Jenyan in 60 Jahren. Uff. Shen. Shots feiert. Hä? Wenn sie in 60 Jahren wirklich so gut aussieht, dann Hut ab. Oh ja. Ich nehme jetzt nochmal richtig Anlauf hier und dann gehe ich aber rein. Yeah. Yeah. Diese Selbstüberschätzung. Ja, da war er drin auf jeden Fall. Ja, aber in seinem Kopf. Scotty! Ah, geil. Er hat das Mikro noch. Chat, er hat das Mikro noch. Das ist ja das ist das Mikrofon, was ich ihm ja geschenkt habe. Mit der Klobürste unten dran. Der Griff ist ein Mikrofon und unten ist eine Klobürste dran. Wie geil ist das denn? Ja, klar ist das, Scotty. Wegen dem du das Minecraft-Grab hattest, war das ein Minecraft-Grab? Na, das war ein Bett. Das ist diese eine Stelle, die wir nicht umbauen durften, weil er sich da ausgelockt hat. Ja, ja. Ja, 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 genau das. Genau der Scotty ist das. Ja, ja, genau der. Mit Scotty's P und, weil Scotty P und Scotty's P, weil an dieser Stelle hat er an den Baum gepullert. Es sah sehr nach Grab aus. Oh Gott, nein, es ist kein Grab. Es ist ganz im Gegenteil. Es ist die Stelle, wo er sich zuletzt ausgelockt hat und wir können die nicht umbauen, weil wenn wir die umbauen, dann steht er wahrscheinlich, dann lockt er sich irgendwann vielleicht mal wieder hoffentlich ein und dann steht er mitten in der Wand oder so. Ja, ja, genau der ist das. Dachte, wir haben Scotty P begraben und jetzt lebt er auf... Nein! Was ist mit dir los, Steffi? What's wrong with you? Ah, ist das schön, Scotty wieder streamen zu sehen. Ist das nur für Tiere? Also? Doch, scheinbar. Wie läuft er? Wie laufen die denn? Oder warten wir, bis einer stirbt. Was ist denn da los? Wie laufen die denn da rum? Ja, du stirbst. Das ist so scheiß unlustig. Warte mal, ich könnte Reboot Computer drücken. Haben die sich wirklich das Recht rausgenommen, einen Button in ihr Spiel zu installieren, dass mein Spiel neu starten würde, dass mein Rechner neu starten würde, Chat? Oh mein Gott. Riot Vanguard, das ist ja das Ding für, das ist ja das Anti-Cheat-Tool für Valorant. Die haben das nicht wirklich gemacht, oder? Alter. Das haben die nicht wirklich gemacht. Wir testen das jetzt. Probier's. Oh, don't leave me. Ich werde da jetzt draufklicken. Oh, scheiße. Sie werden kurz abgemeldet. Nein! Was? Cardboard. Das dürfen die so einfach? Alter. Das ist ja krass. Naja, also, naja, gut, ich meine, das ist eine Schaltfläche, ne? Es ist halt eine Windows-Schaltfläche quasi, die, also, beziehungsweise ein Button, der auf die Windows-Schaltfläche verweist. Also, aber. Oh? Oh? Ja, stimmt. Anti-Cheat hat Zugriff auf Core-Ebene. Ja, stimmt, Stone, du hast recht. Das ist ja ein Anti-Cheat. Ah, ja. Der muss ja die Berechtigung haben, sämtliche vorgeschaltete Programme oder sowas deaktivieren zu können oder aufzuspüren. Ja. Sonst macht ja ein Anti-Cheat überhaupt keinen Sinn. Eieieiei. Hulla. Packaging kommt runter. Plastic Packaging. Da haben wir noch zwei Sachen. Nein. Oh Gott. Ich hab dich aufgepasst. Wir sind verbrannt. Oh nein, und das ist bei Project
Zomboid auch noch so endgültig, dann ist der, bist du wirklich tot. Ist ja ärgerlich. 28 Tage hat er überlebt hier. 21 Stunden, 28 Tage. Boah, das ist ja ärgerlich. Boah, das ist ärgerlich, ey. Das fühle ich so richtig. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber das fühle ich. Wenn du so lange einen Charakter hast und der immer drauf geachtet hast und keine Risiken eingehst und. Ärgerlich. Wir sind verbrannt. Chat. Clippy hat gestern eure Clips durchgeschaut von mir, ne? Ich bin von euch enttäuscht. A, ihr klippt zu wenig. Und B, ihr schickt nur die dümmste Scheiße an Clippy. Also wirklich, ich glaube, 4 oder 5 Personen haben fucking Clippy Aro out of context geschickt, wo ich einfach nur und so eine Scheiße gemacht habe, weil ich mich auf Kaffee verschüttet habe, ihr Vollidioten. Ja, aber das ist doch... Hä, ich verstehe jetzt ihren Rant nicht. Das ist doch der Content, den wir sehen wollen. Wo ist denn jetzt das Problem? Und dann macht man Feuer auf Holzboden. Oh ja, stimmt auch wieder. Ich habe gerade Kaffee auf mich verschüttet, ich war zu schnell. Ah, meine Brust ist heiß. Wo ist das jetzt außer Kontext, hä? Wo ist das denn jetzt außer Kontext? Wir wissen doch, dass es um heißen Kaffee geht. Kappa. Aua. Aua, heiß, aua. Oh, ich bin ganz feucht. Oh, das ist doch keine Straße hier. Ei, Stunden ei, ei, ei. Später, aber wir haben's. Meine Herren. Was ist da los? Mein Gott, Frau Beckmann. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ich meine, wer kennt das nicht, ne? Du willst richtig abrocken und dann machst du dir das Mikrofon kaputt. Ah ja, kaputt ist es nicht. Es ist halt, das ist halt so eine typische SM7B-Krankheit, dass das Mikro... Obwohl, erscheint es tatsächlich... Oh. Ja, scheint es tatsächlich abgerissen zu haben, das Gewinde. Oha. Das könnte tatsächlich hier der Rest vom Gewinde sein. Mit der Konterschraube. Holla, SnowRunner bricht 75% der Spieler, jetzt glaube ich dir. Obwohl, nee, das ist der Adapter. Nee, das war der Adapter, man hat es gerade noch gesehen, der, hier. Hier ist dieser schwarze Überwurfring. Na, dieser hier. Und das, was er jetzt hier draufgeschraubt hat, das ist ein Adapter auf dem Ding sie hier. Akko! Dankeschön für den Raid. Vielen Dank. Wir sind hier mitten im React. Aber schön, dass ihr da seid. Genau so nämlich. So. Alter, ich hab keine Ahnung von der Map. Was für Heaven. Was? Warte, was? Hä? Du hast keine Ahnung von der Map? Das ist doch CSGO. Das ist doch die Fabrik, oder nicht? Ah, shit, das ist auch noch CSGO Leute. 2. Die haben mich komplett zugemacht. Ronny ist doch noch auf Klo. No way. Ja, wirklich. Ohne Scheiß. Die haben komplett dicht gemacht. Oh mein Gott, ist das geil. Die Dame ist noch da. Warte, ich fahre mit Lasten gerade hinterher. Ich fahre hinterher. Moment. Wie geil. Turbo-Boot, das Lasten hat. Moment. Ronny, wir holen dich da raus. Dankeschön, Akku. Dankeschön. Ronny. Nein, er ist da. Okay, warte, ich fahr schnell den Dings hinterher. Das ist XLR, ja. Wir haben Ronny verloren. Scheiße. Excuse moi. Zitat. Excuse moi. Auf Klo war. Deutscher Streamer wird in dänischer Netto-Filiale eingesperrt. Ist das nicht...
Ist das nicht diese... Ist das Streamer wird in dänischer Netto-Filiale eingesperrt, wenn das Bild von Ronny... Ist das nicht dieses... Ist das nicht diese... Ist das nicht diese... Ist das nicht diese komische Seite da, die so diesen ganzen Twitch, YouTube-Gossip da so... Ist das nicht die Bild-Zeitung der Streamer? Der Streamer Ronny Berger wohne in Dänemark in einer Netto-Filiale eingeschlossen. Copyright Ronny Berger. Schon peinlich genug, ne? Main. Counter-Strike 2, ich warte drauf. Okay. Tja. Hast du keinen Aim? Ist der Gegner immer schneller, ne? Aber er hat ja genauso viel Aim wie ich, also gar keinen. Junge, was hast du für Geräte? Ich weiß nicht. Was? Das war schon Moment, ein bisschen. Ich muss kurz was nachgucken. Na, wie viel hat der Furz gewogen? Also. Also ganz ehrlich, solche Clips finde ich echt ein bisschen ekelhaft. Da kam wohl Land mit, ja, hoffentlich. Nee, also solche Clips, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen eklig, ne? Sorry, aber solche Clips bei Twitch Clips reinzumachen, danke Micha. Nee, finde ich einfach ein bisschen geschmacklos. Das gepaart, also das ganze, also der ganze Clip wird eigentlich nur ein bisschen schlimmer. Wenn man weiß, dass dieser Kollege hier, der hier steht, diese Pappfigur hier, wenn man weiß, wer er ist und was er so äußert. Ja, es ist leider kein kleines, lustiges Kind, sondern das ist tatsächlich ein Erwachsener, der ist schon über 20. Er ist sogar, glaube ich, schon über 23. Und der lässt schon sehr frauenfeindliche Sprüche ab im Internet. Und ist ein Andrew Tate-Fan. Ja. Der Kleine hier ist Andrew Tate-Fan. Das Alter macht noch keinen Erwachsenen. Nee, das ist richtig geil. Da hast du vollkommen recht. Ich wollte damit nur sagen, er hat einen bestimmten Gendefekt und sieht aus wie ein kleines Kind. Das wollte ich damit sagen. Aber er ist ein erwachsener Mensch. Also er ist ein erwachsener Mann. Den Namen sage ich jetzt extra nicht, den könnt ihr aber trotzdem, das ist so eine Meme-Legende mittlerweile. Er hat auch sehr, sehr viele Follower und sehr, sehr viele, er verdient damit sein Geld und man weiß aber auch, was er halt so für Sprüche ablässt und deswegen finde ich diesen Clip auf zwei verschiedene Arten geschmacklos. Die eine war der Furz. Also ich finde Furz, ja, also ich finde Pupsen ja lustig, aber muss man das so in so einen Clip machen und dann auch noch so ekelhaft wie er? Weiß ich nicht. Also muss man das klippen und dann irgendwo hinschicken? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, Digga. Auf und hat nach 5 Minuten auch gesagt, boah krass, der macht ja alles laut. Oh, das Internet schon wieder. Der Klassiker. Der Klassiker. Und ich habe geguckt, ihn auch, dass mich angeguckt hat, als wäre ich komplett retard. Guck mal kurz. Ist doch was, was? Oder? I hate Gronkh. Was? Das ist legit ne Hülle. Ein Muss für jeden Hater. Smartphone Case Schutzhülle Gamer. Marke Shirt Held. Okay. Blöde, wenn die Bambusleitung kickt, ja. Das ist eine geile Handyhülle. Also, da kann man auch mal zuschlagen. Habe ich gerade auf Amazon gefunden. Ein Muss für jeden Hater. Hallo. Dieses React-Overlay habe ich so schon mal in der Richtung irgendwo gesehen. Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Es sieht schon ganz nice aus. Also, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe es von ihm kopiert. Wahrscheinlich habe ich es von ihm kopiert. Wahrscheinlich ist das so. Oh. Ja, ich glaube es auch.
Ich wusste schon immer, ne, Florentinus, dass dieser Gronkh, der ist eigentlich nur, der hat eigentlich nur so viele Leute immer bei sich hocken, weil er sich die besten Sachen rauskopiert. Ne? Guck mal, jetzt lässt er sich ein Bart stehen, ja, er lässt sich jetzt ein Bart stehen und er wird langsam auch immer grauer, ja, weil er ja auch ein bisschen älter wird und so, aber ist das, ne? Hallo? Also, das muss doch mal irgendjemandem auffallen. Da muss man doch was gegen machen. Der klaut sich einfach überall das Beste zusammen und dann hat er damit auch noch Erfolg. Das muss man sich mal vorstellen. Also wirklich. Das letzte von Gronkh, was ich gesehen habe, war: Ich brauche Kohle Minecraft Clip. Ja, siehst du? Der von Katatsuri. Den sehe ich immer in Katatsuri Clips. Weiß auch nicht warum. Was soll denn das? Ganz rum. Es wird. Ja, oh, Massage ist super. Massage. Ja. Ja. Das war das Schlimmste, was ich, das war, kennst du, wenn du das erst erwartest, so was Gutes und dann kommt sowas von hinten, was ist denn das für ein Ding, jetzt, hau mir doch noch ein Mikrofon in die Zähne, alles ausgeschlagen, ist alles vorbei, gleiche Szene raus, ja. Vorschläge, London, oh mein Gott. Er hat gerade einfach Kaffee auf uns verschüttet. Die Katze voller Kaffee, oh nein. Oh nein. Warum? Geil, Leute. Hä, wieso war... Hat sie gerade gesagt, das war er? London. Ah ja, nein. Oh, weil er an den Stroh... Oh nein. Weil er sich den Strohhalm packt. Ah. Das ist ärgerlich. Hat sie einen Pensi erwartet oder was? Anderes? Ach so, sie jetzt? Nee, weiß ich. Ist mir auch egal. Ich finde das mit diesem CO2-Ding da nicht mehr so lustig. Aber das schon beim ersten Mal nicht. Oh mein Gott! Er hat gerade einfach Kaffee auf uns verschüttet. Ah. Hallo Rebecca. So. Es geht los. Der finale Part dieses Spiels. Und tschüss. Okay, gibt's hier noch irgendeine Falle? Irgendwas, was mich töten möchte. Was? Das ganze Spiel ist voller Fallen. Oh, ey, nein. Also ich kenne das Spiel jetzt, ne? Also ich meine, ich hab's noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, was das für eine Stelle ist da. Aber Entschuldigung. Wenn da ein Schwert in einem Stein steckt, in diesem Spiel, was sollte man dann tunlichst vermeiden? Warte, ich muss das. Okay, auf das Schwert springen. Ich dachte, man kann es auch rausziehen. Nicht rausziehen, ja. Okay, ah. Selfie-Senpai hat mich cute genannt. Tschüss. Dankeschön, Selfie-Senpai. Wo ist der Dude hin? Alter. Jesus, Digga. Jesus. Loswerden oder erwerben. Ich wollte aufs Pferd steigen. Oh Mann. Hat ja geklappt, ne? Ich hasse dieses Spiel. Boah. Was ist denn los? Oh nein. Willst du dich auch noch verpissen? Willst du dich auch noch verpissen und so tun, als wäre nichts passiert? Und dann... Dieses Spiel. Warte. Und du denkst dir, reite ich einfach weg, hat keiner gesehen. Was ist denn los?
ich verstehe diesen Pain, Alter. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Was? Tarnpignon. Was? Tarnpignon? Boah, das... Tarnpignon! Da bin ich aber auch raus. Okay. Ich hab's aus Versehen wirklich angeleckt, ne? Toll. Morgen bin ich krank. Ach, sollte sie das machen, oder was? Stand das im... ich dachte, es steht da drin, leck das Eis. Okay. Dan, alles gut. Wundervolle Nacht. Ich gebe ihm Schmatzer. Dann hat halt meine. Ein Tinsch mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto. Was ist denn heute los? So, Oh mein Gott, habe ich Gänsehaut gekriegt. Wir können anfangen. Also wir fangen an. Oli ist dran. Deine Antwort? Also warte. Runde 4. Send your answers in with... before your message... Gras anfassen. Nenne ein bekanntes Spiel von Bethesda. Ein bekanntes Spiel? Also, es geht um ein bekanntes Spiel. Ja, Skyrim. Ja, eben. Skyrim. Morrowind, Starfield. Ja, Starfield ist ja jetzt noch nicht so bekannt, ne? Aber wird wahrscheinlich auch dabei sein. Wie kann er denn da so eine Blockade haben? Keine Ahnung. Gute Wahl, Platz 1. Nein! Das bricht mich jetzt, Alter. Fallout 3 leider, Fallout 4 leider. Ja, aber... keine Ahnung. Wie geil! Ich hätte die anderen jetzt auch noch gerne gehört. Wer ist das denn? Zum 100. Mal, und weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt smart. Ich lade jetzt. Das kann ja nicht nochmal so durch. Nein! Was? Laden statt speichern? Aber er hat doch gerade gesagt, er lädt nochmal. Digga, was mache ich da? Wie Brain AFK war ich jetzt gemacht? Ach du heilige Scheiße, Mann. Wer war cooler? Thomas Edison oder Nikola Tesla? Der hat wahrscheinlich das Auto, den Tesla, erfunden, oder? Weißt du, was ich gerne sammel? Gedenklöffel. Gedenklöffel. Gedenklöffel? Was sind denn Gedenklöffel? Gedenklöffel? Upsi. Meine Wohnung ist in Nebel gehüllt. Oh, was hat die denn vergessen? Oh mein Gott, ich konnte es, guck mal, ein Hoch darauf, dass meine Wohnung... Ich muss kurz mal hier Durchzug machen. Eigentlich habe ich keine... Ein Glück. Oh mein Gott, ich habe unten angefasst, ich sau... Oh nein. Ich bin so scheiße dumm. Jetzt stell das Ding doch einfach weg. Stellt euch vor, ihr kommt von einem... von einem langen Tag nach Hause und seid einfach genervt. Dann mach ich so. Oh. Und dann bringt ihr da mehr Luft rein. So. Oh. Und dann verstellt. Dann macht ihr den Mund auf. Oh. Und dann macht ihr noch Text rein. Zum Beispiel: I will die. Ah. Oder was meinst du? Das ist eine gute Idee. Was ist denn? Oh! Ja, sie hat sich hier in ihren Energy gesetzt. Ja. Schön schräg ansprühen. Es ist so verstörend. Ja, der Sound auch. Warte, ich hole das Mikro ein bisschen näher, damit ihr auch den Sound mitnehmt. Es ist einfach so verstörend. Ich
Team gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, du bist voll hübsch, ich schwör! Dankeschön. Oh mein Gott, ja, bist du Twitch oder was? Ja, genau, Twitch. Oh, wie cool! Also, wenn ich das filmen darf, dann bist du famous? Hallo! Hi! Was? Bist du famous? Hallo. Ey, bist du berühmt? Cool. Nee. Egal, du wirst noch. Du bist so hübsch, du wirst berühmt. Oh. Wie ist die denn drauf? Was ist das denn? Du wirst neue Reefed, ich hab keinen anderen Streamer. Ich wirst neue Reefed, ich schwör. Geil, ich kenn keinen anderen Streamer. Geil. Wow. Geil, danke. Ja, ich liebe Berlin, ich liebe dich, du bist so hübsch. Dankeschön. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich auch. Nein, aber egal. Ist okay, ich auch. Was hat die denn in ihrer Dampfe keiner drin, Alter? Ja. Boah. Ich habe hier übrigens Joghurt, ne? Also ich wollte es nur sagen. Und ich habe. Und ich habe das hier. Falsches Shirt. Oh, verdammt, ja. Ja, es tut mir leid. Oh, geil. Also ich würde jetzt mehr als einen Tropfen würde ich jetzt nicht drauf machen. Ne? Nee. Aber zwei hätten es aber auch ruhig sein können. Also eben beim zweiten Mal habe ich mich ein bisschen verschüttet. Da waren es dann zwei Tropfen, aber. Aber. Alter, wieso denn Durchfall? Das ist Magie. Dann kaputt. Ich muss euch gerade mal die Diskussion darunter zeigen. Pass auf, wir sortieren mal nach den neuesten Kommentaren zuerst. Und dann muss ich euch jetzt mal, es tut mir leid, aber warte, wo ist sie? Ich habe auch nur gemerkt, dass es da um mich ging, weil es ging um Magie. Da, genau, so. Also, folgender Dude, ich weiß nicht, wer ist Light Lemon, auf jeden Fall. Ich finde das irgendwie eigenartig. Er meint offensichtlich, es gibt Streamer, die sich von Nestle und Maggi gehört dazu distanzieren. Aber dann gibt es leider immer noch Ausnahmen, die Nestle-Produkte kaufen. Und dann hat hier jemand geantwortet, weil es einfach keine gleich gut schmeckende Alternative gibt. Erstmal hat er damit vollkommen recht. Es gibt Alternativen, aber die schmecken halt meistens nicht. Gerade bei Maggi ist das extrem. Dann hat der Dude nochmal geschrieben, dann verzichtet man einfach auf sowas. Ich habe seit Jahren kein Maggi bzw. generell auf Nestle verzichtet und das ist sowas von easy. Ja, sagt er einfach, ne? Ja, change my mind. Nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen dein Mind nicht changen, weil, also hat er auch nicht gesagt, aber so kommt es. Also, Leute, jetzt mal ernsthaft, ne? Jetzt mal Real Talk, weil das anders ja, weil ich ja anders nie Real Talke. Es ist eine Sache, wenn jemand was boykottiert. Es ist eine Sache, wenn jemand was boykottiert und dafür einen eigenen persönlichen guten Grund hat. Ja, das ist eine Sache. Aber dasselbe dann von anderen zu verlangen, weil sie Streamer sind oder in der Öffentlichkeit stehen oder sonst kein gutes Bild abgeben oder so, laut deren Meinung, das ist ja wohl wirklich das Letzte. Ja, das ist ja wohl wirklich das Letzte. Also, mag ja sein, dass er keinen Bock auf Maggi hat, dann ist das ja auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja völlig legit, wenn du das nicht magst, wenn du keine Lust auf Nestle-Produkte und Maggi gehört nun mal dazu hast, dann ist das für dich in Ordnung. Aber geh damit einfach mal anderen Menschen nicht so auf die Eier. Ja? Halt einfach deine Klappe. So einfach ist das. Boykottier das, ist in Ordnung für dich, aber halt einfach die Klappe. Geh mir damit nicht auf den Sack. Also. Ja, es ist genauso wie die Kante Meganerin. Genau so ist es. Alter, wieso denn Durchfall? Naja, wobei man dazu sagen muss,
Ja, bei Veganismus ist es schon doch ein bisschen was anderes, aber es geht halt darum, wenn man Nestle boykottiert, ich meine, jetzt mal so ein bisschen Whataboutism aus dem Nähkästchen, Nestle gehören so viele Marken mittlerweile und so viele Produkte weltweit und du kannst einfach nicht hundertprozentig auf Nestle verzichten. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Ja, Tour, wenn du keine Nestle-Aktien mehr kaufst, ist das ja vielleicht sogar noch das Beste, was man da machen kann. Ne? Aber an den Produkten kommst du teilweise halt eben nicht mehr vorbei. Aber das ist auch gar nicht das Thema. Wenn ich hier das ein oder andere Nestle-Produkt benutze oder sowas, dann ist das mein gutes Recht. Wir leben in einem freien Land, wo ich zum Glück noch sowas darf. Ja? Und wer da halt nicht drauf steht, der soll sich halt. Ja. Ihr wisst schon. So einfach ist das. Es wäre allgemein schwer, auf Nestle-Sachen zu verzichten, da die extrem viele Produkte haben, wo es auch nicht mehr dran steht. Ja, du siehst das halt teilweise gar nicht mehr. Von daher, deshalb. Also, wer das für sich gerne so macht, ist es in Ordnung, aber geht mir persönlich damit nie auf den Sack. So einfach. Weil das ist Magie. Dann kaputt. Werde vergesslich. Ist das jetzt sein... Ist das jetzt Oscars Art, zu zeigen, was er von dem Spiel hält? Oder ist das einfach, weil man es kann und es einfach so ein Running Gag ist von Bethesda? Einfach allen irgendwelche Eimer und Schüsseln auf den Kopf zu setzen? Und so, liebe Freunde, fixt man die Asynchronität der Münder in diesem Spiel. Okay. Entschuldige, habe gerade gerechnet. Die Gardine geht zu. Jetzt, okay. Weiter oben. Warte. Bist du jetzt zu Hause? Hast du Wie klein möchtest du deine Facecam haben? Und Gronkh so. Ja. Geschlossen? Ja, meine Tür. Oh mein Gott, das ist so nervig. Dass du nichts sagen kannst, wenn ich das eine Mal probiert habe. Aber ich verstehe das. Ich verstehe das, dass er die Facecam so klein hat. Die Leute sollen halt vom Spiel was sehen und nicht von ihm. Das ist vollkommen legit. War auch nur ein Witz. Oh, warte mal. Kennt ihr das? So nachts um 12? Warte. Kennt ihr das? So nichts ist schöner als Kinderlachen. Es sei denn, es ist 12 Uhr nachts und du lebst alleine. Ich hatte gerade so komische Geräusche, die ich nicht einordnen konnte und dachte, es wäre die Katze. Aber die Katze liegt da in ihrem Körbchen. Upsi. Armer Gronkh, so geht es ihm, glaube ich, öfters wegen Termine. Hä? Der Filter funktioniert, da sollte noch stehen, Dreck am Stecken hat, da bleibt, was? Ich verstehe kein Wort. Dann ist gleich die gesamte Reihe. Scheiße, jetzt habe ich den noch nass gemacht. Ups. Lass deinen Stream immer gerne im Hintergrund laufen. Du bist so eine sympathische und wunderschöne Frau. Ich liebe deine Art so sehr. Bleib bitte weiterhin so, wie du bist. Warum seid ihr immer im Lurk? Und Nudelsuppe. Oh, mein Popo juckt. Entschuldig bitte. Oh, Lamin. Ah, das war das Kompliment. Entschuldigung. Hat sie nicht jetzt wirklich. Macht sie jetzt nicht wirklich, ey. Hab ich sie jetzt kaputt gemacht? Entschuldigung.
Und dann war da eine Oma, die ist dann von ihrem Fahrrad abgestiegen, meinte, ach, die ist so zuckersüß, kann ich sie streicheln? Da habe ich gesagt, ja, es kann aber sein, dass sie in die Hand reinknabbert, weil sie spielen möchte. Es ist kein böses Knabbern, aber sie hat sehr spitze Zähne. Ach, das ist mir egal. Und dann ist die Frau ohne Hände wieder nach Hause gegangen. Aber es war ihr egal, denn Gnocchi war ja so süß. Ja, da muss man aufpassen, ne? Man kennt's, also, wenn man so einen kleinen, wie heißt denn die Hunderasse? Sie hat doch diesen kleinen Mann, mit den kurzen Beinchen. Mann, ich hab grad den Namen voll vergessen, ne? Nee, kein Dackel. Nein, sie hat einen Corgi, dankeschön. Ja, einen Corgi. So, und da muss man aufpassen. Corgis gehen normalerweise direkt auf Kehle. Die sind direkt auf Kehle trainiert. Ja, genetisch, weil die eben so kurze Beine haben und wenn schon jemand dann, das ist ja der Trick, ne, die sehen süß aus und dann denkst du, oh, und dann willst du dich halt runterbeugen und dann liegt halt die Kehle direkt frei und dann gehen die drauf, ne, da musst du aufpassen, die sind wie Haifische, wenn die das einmal riechen, ne, die riechen das, die sind wie Haifische, wenn die das riechen, wenn die sehen, du kommst runter und dann der Hals frei liegt, dann einmal ist vorbei. Die soll froh sein, dass es nur die Hände waren. Nach Hause gegangen, ja. Aber es war ihr egal, denn Gnocchi war ja so süß. Verstehe ich vollkommen. Oh, hier scheint jemand unsichtbar zu sein. Was war das denn? Was haben wir überhaupt für eine Uhr? Oh, scheiße, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Brownie, was ist los mit dir? Oh. Alter, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich kann mich nicht innehalten vor Aufregung. Oh. Ja, jetzt ist er leer, ne? Da bin ich eine Taste daneben gekommen. Eine Taste daneben? Hä, was wollte er denn für eine Taste drücken? Mit E oder was? Mit E fängt man an zu pullern? Auf die Granate zu schießen bringt auf jeden Fall was. Die scheiß Granaten, Alter! Oh mein Gott, du Arsch! Ey, really? Was? Was ist das für ein Spiel? Mit welcher? Payday 3. Mit welcher Taste schmeißt man denn da Granaten? Ich weiß es nicht. Aber es ist schon witzig. Käsekuchen als Energy the Fuck. Ja, das ist halt auch sehr, das muss dir schmecken, sonst schmeckt es dir nicht. Hallöchen, hallo Lady, was geht? Danke für den Elden Ring! Danke für den Raid! Oh, war das wieder ein Schweinchen-Raid? Oh ja. Wir sind hier gerade mitten im Twitch Clips Germany React und das wird leider nicht, also was heißt leider? Es wird halt nicht rausgeschnitten, ne? Leti, wink mal, du kannst auch deine Mutti grüßen. Du bist jetzt im Fernsehen drin, hier bei YouTube. Wir machen immer noch Reaction. Also, aber da seht ihr mal hier bei YouTube, ne, dass wir hier bei Twitch auch ein bisschen was machen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass hier keiner zuguckt oder so, ne? Nicht, dass ihr denkt, hier diese ganzen Nachrichten, die hier so hoch poppen, das wäre nicht echt, ne? Das ist also schon, also das sind echte Menschen, ne? Ja, ich grüße deine Mutti. Ja, Leti grüßt, du grüßt meine Mutti? Okay, warte mal. Da muss ich ein Foto von machen, sonst glaubt die mir das nicht. Warte mal. So, warte. So. Okay. Ich hab's. Ich hab ein Foto gemacht. Das schicke ich ihr dann morgen. So. Das hier ist nicht das reale Leben. Genau, ich bin echt bezahlt, hier zu schreiben. Jetzt hört doch mal auf. Das glauben die Leute nachher noch. Schön, dass ihr da seid. Nehmt euch einen Keks.
und einen Stuhl und bildet einen Kreis. Nein. Wir gucken mal weiter. Wir waren hier gerade bei, was hat sie jetzt gerade gesagt? Really? Käsekuchen als Energy the Fuck. Ja, das ist halt auch sehr, das muss dir schmecken, sonst schmeckt es dir nicht. Wow. Also laut BMI habe ich Asiposi... Heißt das Asiposi oder Adi? Asipositas. Oh, Maulzeit! Was? Was? Also laut BMI habe ich Asiposi... Heißt das Asiposi oder Adi? Asipositas. Laut meinem Asipositas habe ich BMI, aber richtig. Aber so einen richtigen. Maulzeit! Mal gucken, ob ich Paliumerz kriege. Horror Time mit Yuki Fax. Was? Was? Mit Yuki Fax? Ich hab's nicht verschrieben. oder dein Übersetzer ist einfach. Dein Text-to-Speak ist einfach blöd. Was hat er denn jetzt da weggeschaut? Achso, das UFO, ne? Oh. Ich habe einen viel stylerischen, viel cooleren Aluhut. So seid ihr geschützt. Aber der ist gar nicht aus vor Alu. Vor Alien. Oder den Echsenmenschen. Aber Katja, der ist gar nicht aus Aluminium. Ich höre bei ihr auch immer Fax. Ja, wegen dem Fuchs. Aber ist das echtes Aluminium? Oder den Reptiloiden. Oder den UFOs. Oder den... Pyramidenmenschen. Ägypter. Das sind keine Ägypter, das sind Pyramidenmenschen. Ja, der Hut ist Placebo. Ach so. Krebsmenschen. Stechmücken sind schlimm, ich hasse sie abgrundtief. Aber Stechmücken stechen nicht, oder? Ach so, deswegen heißen die nur so. Weil die Schneider stechen nicht. Ah, warte mal. Stechmücken heißen Stechmücken, weil sie stechen. Und Schneider heißen Schneider, weil sie schneidern. Ich verstehe. Ah ja, ich verstehe. Okay. Monedos, ich habe auch aufgelöst. Darf ich jetzt bitte gehen? Nein. Danke. Ich war nur noch bis kurz vor 5 wach und habe dann bis 8 gepennt. Alter. Boy, 5 Stunden sind nicht lang genug. Hä? 5? Das. Moment. Aber ich glaube, das ist hier echt gerade mit Spatzen auf Kanonen schießen. Mit Kugeln auf Spatzen, Kanonen auf Spatzen schießen. Ich kann auch eine Pistole nehmen. Wie heißt das? Mit Kugeln auf Kanonen schießen. Mit brennenden Hamstern auf Panzer feuern oder so. Oder mit Storchen auf Babys fliegen oder mit Ventilatoren gegen Windmühlen kämpfen. Zara! Ja, oh, der macht wieder einen Dalo-Move. Oh mein Gott, der Fisch! What the heck? Oh, Alter! Das ist schon wieder so typisch Dalo, ne? Also ich glaube, ich kenne das Spiel jetzt nicht, Party Animals sagt mir so gar nichts, aber wenn ich das so sehe, dann tippe ich jetzt mal drauf, dass die unheimlich schwierig zu steuern sein werden, weil die so Ragdoll-mäßig halt alles machen, aber nicht das, was du von denen möchtest. Den Clip verstehe ich nicht. Tom, ich erklär's dir gerade. Tom, halt doch einfach mal die Klappe und hör zu. Das kann doch nicht so schwer sein, einfach mal gerade einen Moment zuzuhören, ja? Einfach mal für einen Moment Klappe halten und einfach mal zuhören. Ich versuch's doch gerade zu erklären.
Darf ich weitermachen? So. Du bist immer weg, verstehst du, Tom? Das ist das Problem. Du bist immer weg. Du bist immer weg. Du bist immer weg und dann kommst du ran und dann sagst du, ich habe das jetzt gerade nicht mitgekriegt. Können wir uns das nochmal angucken? Nein, da wird nichts mehr nachgeguckt, weil du weg bist. Weil du bist in 50.000 anderen Chats. Das ist mir scheißegal, ob du das mitkriegst oder nicht. Guck dir das fucking VOD an. So nämlich. Also. Der. Ach, es gibt kein VOD. Oh. Oha. Na, sowas aber. Ja doch, aber hiervon schon. Von der Reaction gibt es ein VOD. Ein Highlight. So. Jetzt pass mal auf. Das ist so ein Ragdoll-Ding, ne? Und eigentlich, weiß, also man kann das Ding nicht richtig steuern und deswegen macht das komische Sachen und deswegen sieht das so lustig aus, weil das Viech halt nicht das macht, was es soll. Aber ich wette mit euch, Dalu hat das zum ersten Mal gespielt und sein Konami-Code, der in seinen Genen drin steckt, der rastet jetzt wieder komplett aus. Er kommt wieder hoch, er kommt wieder hoch. Oh mein Gott, der Fisch! What the heck? Oh. Ich war auf dem Fisch, Alter. Ganz schnell. Das ist einfach. Nee, wir sind zu dritt, Banshee. Jetzt sind wir zu zweit. Guckt. Guck mal, wie eklig das aussieht. Sieht schon widerlich aus, ne? Ja! Mach das nicht! Jetzt kann ich mich so hier hinsetzen, glaube ich. Alter, das sieht so falsch aus. Junge, warte, kann ich das mit beiden Beinen gleichzeitig? Das nein! Frage, ne? Nein! Warte. Oh, Girl, was machst du da? Oh, bitte nicht, ey. Wartet. Warum? Oh Gott. Warum? Das fällt mir auf. Das sind ein paar viele. Bankies. Boah, wow, meine Fresse, Kader, was war denn das gerade? Warte. Ging es jetzt um Sitzmöbel oder um, Das fällt mir auf. Ah, die Bänke, okay. Das sind ein paar viele. Weil, wenn sie jetzt das Kreditinstitut meint, dann ist die Mehrzahl von Banken, aber von dem Sitzmöbel ist die tatsächlich Bänke. Das muss man sich mal, warum eigentlich? Ach, wegen der Verwechslungsgefahr, ja. Vielen Dank übrigens für die ganzen Follows. Ich habe hier die Alerts aus. Aber ich sehe das hier und vielen, vielen Dank dafür. Ist das nicht die von Gronkh? Stimmt. Nee, diese Katatsuri ist doch die von. Das ist doch. Ja, nee, jetzt habe ich den Witz, glaube ich. Viele. Banks. Bankiers. Bankies. Bänke. Bankies. Wow, meine Fresse, Kader, was war denn das gerade? Okay. Manchmal weiß man es nicht. Ach, das Gartikform müssen wir auch mal wieder spielen. Was ist das denn? Hä? War es das denn? Ein Anglerfisch? Wer sind wir, Frank D. Stremmel, zu widersprechen? Wir sind hier. So sieht es nämlich aus, genau so. Ja, jemand, der Frank D. Stremmel heißt, klingt auch so, als ob man sich mit ihm nicht anlegen möchte. Nee, Frank D. Stremmel sagt, ist over, war ein schöner Abend, ja. Dann ist over, kein war Wort, ein schöner Abend. Kein Wort mehr jetzt, sonst hole ich uns am Mittwoch hol den Frank D. Stremmel. Frank D. Stremmel? Ist das, habe ich den verpasst? Habe ich da was verpasst? Frank D. Stremmel? Ist das jetzt eine neue Meta? YouTube, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr das euch bis zum Ende angeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen und ein Abo raushauen hier für den Reaction-Kanal von Twitch Clips Germany. So nämlich. So ein Ding ist das nämlich. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder zur Nummer 222. Und ich hoffe, ich bin drin. Mit irgendwas. Ciao.